Das scheint hier doch schon der richtige Weg zu sein, oder was? Ach, Kacke. Dann muss ich doch nochmal zurück. Oh, ich muss arg heilen. Ich muss arg mal eben heilen und dann muss ich doch noch mal eben zurücklaufen. So ein Mist. Ja, man kann sich auch nie sicher sein, vor allem wenn man jetzt zwei Wege hat, die ein bisschen länger gehen, ohne dass man da das Ende sieht. Alter! Und dann kommt er nur mit Mahlstrom, weißt du? Ja, vielleicht sollte ich da mal mit beiden eben heilen. Nein! Windlinge! Peter? Petra? Und eine Goldnadel bekommen. Also ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass das der richtige Weg ist. Und bei dem anderen kriegen wir hoffentlich noch irgendwie wieder eine Waffe, Item, wie auch immer. Wieso kann der Ritter nicht Magie anwenden? Okay, sie will uns wieder beschützen mit Protest. Er kommt wieder mit Mahlstrom. Hat auch getroffen diesmal. Möchte man eigentlich fast wieder rauslaufen, um nochmal zu speichern. Ja, aber das Problem ist, es bringt einfach nichts, da ich trotzdem keine MP mehr habe. Gut, ich könnte natürlich zum Wassertempel laufen. Windlinge! Uiuiui. Der haut mit den Glocken auch ganz heftig zu, ne? Also der kann mit dem Rotmagier ohne Probleme mithalten.
Ja, genau. Ihr könnt ruhig den Ritter angreifen, das ist nicht so schlimm. Der heilt sich nämlich schon von selbst. Eispfeiler. Sauber. Himmelszorn. Ach guck, hier haben wir nicht eine Kiste. Eis. Das ist Magie, oder? Eisgar. Nice. So, sie setzt einmal Vitra ein. Das war jetzt nicht ganz notwendig, oder? Ah, okay, war arg. Ein bisschen. Tja, gut, dass das jetzt auch gleich alles wieder weg ist. Hättest du nicht den anderen nehmen können? Alter! Das war super knapp. So, wo haben wir Goldnadel? Weil das war jetzt gerade mega. Boah, ich würde echt am liebsten nochmal wieder raus, um zu speichern. Komm ey, das ist doch wohl ein Witz. Was stimmt denn mit denen auf einmal nicht? Das ist für ein Bullshit, ey. So, Goldnadel bitte zuerst. Einfach nur angreifen. Du heilst dich eben selber. Ja, Inges, du kriegst bald eine neue Klasse. Boah, Alter, schon wieder diese beiden. Die nerven. Und noch, Alter. Was machen die denn jetzt auf einmal so heftig Schaden? Was stimmt denn mit denen nicht? Aber wenn das so weitergeht, muss ich hier auf jeden Fall noch raus. Ich glaube, ich hatte noch ein Item, um rauszukommen. Und er setzt Normalstrom ein, ey. Der dann auch noch trifft. Super.
weiß halt auch nicht, ob das jetzt noch für den... Da kommt ja hundertprozentig gleich wieder ein Boss. Ob das dafür noch reicht, ey. Schattenflare? Das hört sich an wie eine Attacke von... Alter! Alter! Krass! Schattenflare ist doch eine Attacke von einer der Bahamut-Versionen, oder nicht? Oder? Alter, das war mit Abstand die mächtigste. Alter, wenn man so eine Attacke hinbekommt. Vielleicht wird da halt die Wahrscheinlichkeit auf stärkere Attacken immer höher, so höher die Berufsstufe ist. Möglich ist das ja, ne? Da die ja eh alle random sind. Aber das war eben, wow. Das möchte ich häufiger sehen. Also, sie möchte uns wieder beschützen mit Vitra, was jetzt noch gar keinen Sinn macht. Und wahrscheinlich kriegt gleich wieder 3000 Schaden rein. Und man sich wieder wünscht, ja, jetzt wäre eine Heilung schön. Eispfeiler, okay, Eispfeiler ist auch schon okay. Der macht jetzt mittlerweile nämlich auch schon 1300 Schaden. Nicht schlecht. Eis auf die ganze Gruppe. Okay, das ist schadentechnisch fast nicht spürbar, das ist okay. Bong, 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 bong. So. Jetzt geht's hier aber hinunter. Ja, er könnte zweimal Eisgar werken. Für mehr reicht das mit dem Rotmagier nicht. Oh Mann, ey, die beiden schon wieder. Ey, das ist so nervig. Das war doch vorher auch nicht so, oder? 1400. Die sind absolut ekelhaft, ey. Die scheiß Versteinern. Nein, nein, ich wollte... Nein, 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 nein. Eigentlich wollte ich eine Goldnadel verwenden. Vielleicht keine Goldnadeln mehr, wenn das so weitergeht. So, jetzt aber fix. Okay, sie möchte uns wieder beschützen mit Protest. Windklinge. Eis. Und wieder die beiden, ey. Ey, die machen so unglaublich viel Schaden. Eispfeiler. Und natürlich auf den, wo sich das jetzt überhaupt nicht mehr gelohnt hat. Yeah.
mal Strom. Ja, geil, wenn man sich hier nochmal heilen könnte, ey. Windklinge. Heilen wäre, das wäre so super, sagt man sich jetzt. Kannst du uns nicht heilen? Hallo? So. So ein bisschen. Oh. Nochmal eben eine kleine Heilung genießen. Wir. Yeah. Oh, Kacke, Leute. Oh, Kacke. Okay. Teil des Wassers. Nun sollst du dein Licht wieder erlangen. Arya hält den Splitter dem Kristall entgegen und beginnt zu beten. Seht doch, der Kristall erhält sein Licht zurück. Nun seid ihr an der Reihe. Ihr müsst das Licht in euch mit dem des Wasserkristalls vereinen. Erst dann wird der Kristall sein wahres Licht zurückerlangen und die Dunkelheit aus dieser Welt vertreiben. Dann wird die Zeit wieder fließen. Passt auf! Arya, nein! Was ist passiert? Das Glück scheint heute auf eurer Seite zu sein, Kriegerslicht. Ich bin Kraken. Im Namen von Meister Xande werde ich dem Wasserkristall sein Licht entreißen. Und ihr werdet sterben. Alles klar. Igitt, ein Tentakelmonster. So, was haben wir denn hier alles? Hammer. Teilt Wicht. Das wollen wir nicht. Der Stab. Zeus Zorn. Magie Eisgar. Malstrom. Das ist natürlich totale Kacke. Blind. Alle anderen sind... Alter. Ernsthaft. Zeus Zorn. Eisgar. Habe ich irgendwas, um blind aufzuheben? Heb stumm auf, Goldnadel. Augentropfen. Eisgar. Alter, der macht Schaden. Ich muss beim nächsten Mal... Ey, das kann doch nicht angehen. Er kann doch jetzt nicht jede Runde hier. Augentropfen. Eispfeiler.
Eisgar! Bam! So, du musst eigentlich mal eben... habe ich hier noch... irgendwas heftig mit so? Großen Blitzschaden, das hört sich nach Blitzgar an. So. Entklinge. Vita auf Arc. Wow. Ne. Auf die ganze Gruppe, ey. Himmelszorn. Ja. Oh, Leute. Wow. Nur Berufsstufen. Die atmet doch noch. Aria. Der Kristall hat sein wahres Licht wieder erlangt. Ich danke euch. Nehmt dies, die Kraft des Wassers. Aria hat dich mit der Kraft des Wassers gesegnet. Aria, sei stark. Du kannst uns nicht alleine lassen. Nein, es ist zu spät. Ihr müsst gehen. Versprecht mir, dass ihr die Dunkelheit besiegen und den Frieden auf dieser Welt wiederherstellen werdet. Aria? Aria! Ein Erdbeben! Wir müssen hier raus! Achtung! Ah! Nichts. Ihr müsst Doga ausfindig machen. Er ist der Einzige, der euch bei eurem Kampf gegen Xander unterstützen kann. Findet Doga! Auf dem Kontinent Dalk! Was? Wann? Wie? Wo bin ich? Wir sind in Amo, der Stadt des Wassers. Opa hat uns im Tempel gefunden und hierher gebracht. Wir haben 3 ganze Tage geschlafen und die Welt hat sich inzwischen zeitlich ziemlich verändert. Aber niemand erinnert sich daran, dass die Zeit stillstand. Es ist, als wäre es nie geschehen. Was ist mit Aria? Warum sagt da denn keiner etwas drüber? Hier ist eine kurze Beschreibung eurer Berufe. Achso, ja, alles klar. Apropos Berufe, haben wir denn nicht jetzt neue Berufe? Dunkelritter. Drachen. Beschwörer! Ich will den zum Beschwörer machen. So, was brauchst du denn? Eisstab. Nein, wir haben doch jetzt gerade geschlafen. Gehört das Luftschiff, das in der Bucht liegt, euch? Goldor hat es wohl angekettet, also werdet ihr so schnell nirgendwo hinfahren. Eine Legende besagt, dass 4 Krieger aus dem Land der Dunkelheit das überfließende Licht banden.
Gleichgewicht war gerettet. Doch nun überwiegt das Dunkel und Golder sieht in euch Kriegers Licht. Er hat euer Luftschiff angekettet, um euch vom Kristall fernzuhalten. Das ist aber ganz schön ekelhaft. Warum macht er sowas? Mir kommt es so vor, als hätte ich schon eine ganze Weile geträumt. In Golders Schloss soll alles aus Gold gefertigt sein. Aber er hat solche Angst vor Dieben, dass er alles wegschließt. Schloss Golder liegt in den Hügeln, ganz im Süden. Zuerst muss man jedoch durch einen schaurigen Sumpf. Wieso er schaurig ist? Weil er bodenlos ist und man ihn nie wieder leben verlässt. Okay. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber Zauber sollen an Golder einfach abprallen. Ihr könnt die bodenlosen Sümpfe nur mit den Levi-Gras-Schuhen überqueren. Delilah hatte mal ein paar, die wohnt in der Kanalisation. Und hier ist ein Klavierchen. Ja, nice. Wenn man bedenkt, was der da jetzt gerade auf dem alten Klavier hingelegt hat. Nice, nice. So, ich brauche neue Kleidung für meinen Beschwörer. Der Eingang zur Kanalisation ist verschlossen, seit dort drin Monster aufgetaucht sind. Opa Gil wollte allerdings einen Schlüssel haben. Wikinger-Ausrüstung kann keiner tragen. Helmschild brauche ich nicht. Dunkelrobe. Alter. Nichts, was ich kaufen kann. Nichts, was ich tragen kann, besser gesagt. Streitaxt. Mein Gauch. Das sieht aus wie eine. Das braucht keiner. Boomerang. Madura-Harfe. Das kann noch nicht angehen hier. Wenn ihr Informationen braucht, sollt ihr in die Schränke gehen. In die Schenke meine ich. Da brodelt die Gerüchteküche. Okay. Da ist das geschlossen. Ich bin ältester Gil. Habt ihr schon die Helden von Amur, diese vier Senioren, angetroffen? Was? Du sollst, ich will einen Schlüssel. Hier kein Schlüssel, irgendwie ein Schlüssel, Schlüssel? Schlüssel? Ey, lass, hallo, ich möchte wieder raus. Ja, da müssen wir rein. Eine Legende besagt, dass vier Krieger kommen werden, um das überschüssige Licht und Dunkel zu bannen. Wuhu, das sind wir! Die Legende ist wahr! Wer sind die denn? Oh, die 12 Käsehochster? Die denken doch tatsächlich, dass sie die vier legendären Krieger sind. Unfassbar. Unfassbar. Echt. Okay, das hatten wir. Weil hier oben schon. Da haben wir noch einen Mogri. Da gibt es nichts Neues. Da kamen wir her. Sucht ihr nach dem Kristall, dann solltet ihr Golder aufsuchen. Sein Schloss liegt bei den Sümpfen im Süden. Passiert. Okay, immerhin haben wir hier wieder einen Brunnen der Wiedergeburt.
Jo, eine ganz kleine Kette um unser Schiffchen gezogen. Gut, Leute, ich würde mal sagen, das reicht für heute erstmal. War auf jeden Fall geil. Ja, mal gucken, wann es dann wieder weitergeht. Auf jeden Fall danke, dass ihr dabei gewesen seid und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.